ihr seht schon, es ist ganz schön was los. Ich trete dreimal am Tag hier auf. Es ist wirklich, es ist ein echtes Stahlbad, muss ich wirklich sagen, in so einem Ferienpark Wissenschaft zu machen. Aber es macht Spaß und es funktioniert, es ist auch, sind auch tolle Sachen da. Also ihr habt ja schon gesehen, dass es so ein bisschen Skelette und so weiter gab. Da ging es natürlich an Implantate. Es gibt einen riesigen Raum für Robotik. Könnt ihr im Hintergrund auch schon so ein bisschen angedeutet sehen. Hier, also da ist man immer auf dem neuesten Stand dessen, was gerade so auch angeboten wird für Lehrlinge und Lehrlinginnen und so weiter. Und wenn man hier durchgeht, dann kommt man eben zum Vortragsraum und da macht das CERN was, also richtig geil. Also Leute, die mit Teilchenphysik arbeiten, die erzählen da was über, wie ihr das vielleicht gerade schon gesehen habt, über verschiedene Arten von Licht und Teilchen. Super geil. Teilchen, die Geigerzähler durchlaufen hat. Also hört gut zu. Zuerst schalten wir mal den Geigerzähler an. Dankeschön, Anja. Und jetzt lauschen wir und warten. Können Sie das sehen auch? Dieses Licht? Nein. Kein Licht, ja. Dann, wenn wir benutzen dieses Material, das Zintillator. Mit normales Licht nichts Spezial. Aber warte mal, jetzt benutze ich dieses spezielle Licht. Und was passiert jetzt? Etwas Spezielles? Ja, es ist blau. Aber dieses Licht können wir nicht sehen. Noch immer sieht es blau aus. Das ist, weil dieses spezielle Licht ist ein ultraviolettes Licht oder eine ultraviolette Farbe. Sie sind beides vor die Küche, aber ein bisschen anders. Verschieden. It has to be perfect, so it's really black, you really can focus on this. And of course, once there's a fire as well, that's going to be even nicer. The two electrodes, yeah. Es kann sich wirklich nur noch um Sekunden handeln, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist hier manchmal schwierig zu unterscheiden, was hier die Wissenschaftshalle ist mit den künstlichen Libellen. Hier heißt hier, guck mal, künstliche Schmetterlinge, künstliche Libellen. Und was hier. Guck mal, der hat ein Ding in der Nase. Was ist Wissenschaft und was ist Kunst und was ist Unterhaltung hier im Europa-Park. Mein Gehirn ist schon zermeißelt. Ja. Haben wir auch zum Beispiel grün oder... Wir sehen uns morgen, übermorgen und übermorgen, dreimal täglich, hier bei den Science. Und zwar, wir hätten gerne weder blaues... Ich darf jetzt hier zu Gast sein. Ihr seht das hier beim Teilchenbeschleuniger, obwohl wir nur mit biologischen Lebewesen arbeiten. Aber wir wollten euch einladen. Besorgt euch Tickets und kommt morgen zu den Science Days. Und übermorgen und übermorgen. Und du kannst es... you can also say it in a foreign language, right? Come tomorrow, join us. Please, go ahead. Please, jutri, perdrušte se nam. You heard it. Ihr habt's gehört. Tschüss. Tschüss. Du hast noch eine Frage. Ist ein Teilchenbeschleuniger drin? Da steht ja Sam drauf. Fragen wir mal. Aber habt ihr das angemeldet? Ja. Okay. My wife has a question. Is there a particle accelerator in the box? We will see it in the next few days. Come and join the Science Days.